Hallo, geliebter, geliebter Bruder. Wir haben heute die absolute Liebeslektion. Ich glaube, das ist die Schlüssellektion schlechthin. Ja. Ja, lass uns die Liebe wieder fühlen und Liebe annehmen. Uns vor der Liebe nicht fürchten, das wäre ja lächerlich. Weil wir die Liebe sind. Wenn wir die Liebe nicht akzeptieren als das, was wir sind, und zwar die göttliche Liebe, die wirkliche Liebe, es gibt keine Liebe außer Gottes Liebe, haben wir keine Ahnung, wer wir sind. Dann bleiben wir in Angst und Schrecken, begrenzt und klein. Darum müssen wir die Körperidentität wirklich ganz aufgeben. Ganz. Der Vater, der uns grenzenlos liebt, der hat sich ausgedehnt zu uns. Das sind Worte. Die Worte können es nicht beschreiben. Es geht wirklich darum, hier und heute und jetzt, die grenzenlose Liebe des Vaters anzunehmen. Es ist die Lektion. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Ja, wie kann ich sie fühlen? Ich kann sie nur fühlen, wenn ich das Vertrauen habe, Gottes herrliches Geschöpf zu sein. Denn das muss liebenswert sein. Und Gott ist bei mir, wo immer ich auch hingehe. Gott ist in mir, in meinem Herzen. Das haben wir gestern und vorgestern geübt. Und Gott liebt uns. Grenzenlos. Er ist direkt bei uns. Und liebt uns. Wir brauchen nur seine Liebe annehmen. Und dann ist uns alles gegeben. Dann schmilzt jeder Kummer dahin. Dann sind wir das, was wir wirklich sind. Endlich wieder das ewige, heilige Gotteskind. Wir allen Wandelbaren wollen wir keinen Wert mehr beimessen. Und diese Welt der Illusionen, die sich ständig nur verändern, das hat mit mir nichts zu tun, Zeit und Raum. Da ist kein Leben. Ich bin Gottes heiliger Sohn. Nur Liebe und die Liebe des Vaters, der in mir ist, die will ich heute annehmen und fühlen, weil ich das bin. Weil ich das bin. Ja, das Ego versucht mich schon wieder abzulenken, aber was kann es tun? Ich glaube nicht dran. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Wir steigen mal ein in diese Schlüssellektion des ganzen Kurses. Lektion 209. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Das allein ist so eine wichtige Freiheit. Ich bin kein Körper. Ich benutze hier den Körper zum Sprechen. Er ist mein Handy, mein Kommunikationsmittel. Ein wertvolles Instrument, heilig wegen des heiligen Zweckes der Erlösung der Welt. Aber ich bin nicht begrenzt durch diesen Körper und du auch nicht. Wir sind kein Körper, wir sind eins in Gott, sein heiliger Sohn und teilen eine Identität. Ja, das ist die Wirklichkeit. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir, das ist die Lektion 189. Ja, ich fühle jetzt die Liebe, ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Schließ mal einen Moment die Augen und geh in die Vorstellung, dass Gott in dir ist, in deinem Geist. Und nur darauf wartet, dass du seine Liebe annimmst. Du willst nichts haben, gierig in dich hineinziehen, nein, du nimmst an. Du akzeptierst einfach seine Liebe. Und jetzt öffne wieder die Augen. Schau mich an, aber nicht als Form, sondern jenseits der Form. Das Licht, die Liebe, beide gleich von Gott erschaffen. Wir teilen eine Identität, leben im Vater,
als eins und sind grenzenlos geliebt und einander liebt. Ja, ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Der Wunsch zu lieben und geliebt zu werden ist in allen Menschen, weil wir eben die Liebe ausgeschlossen haben. Aber Menschen können nicht lieben. Sie haben sich ja verleugnet. Aber wir sind Liebe. Darum müssen wir unsere wahre Identität annehmen, wenn wir glücklich sein wollen. Sonst bleiben wir wirklich eingesperrt in Körpern, auf den Tod warten und leiden von Anbeginn. Spielt überhaupt keine Rolle, ob unsere Eltern denn für die menschliche Betrachtung liebevoll waren. Manchmal kann es sogar sein, dass Eltern, die sehr hart und streng und sogar brutal waren, für das Erwachen sogar wertvoller waren. Wir wollen nicht mehr das akzeptieren. Und wenn wir tief hineingehen, dann verstehen wir auch, dass wir das alles selber gemacht haben durch unsere Gedanken. Da ist ja kein anderer. Da ist wirklich kein anderer. Wir haben uns zersplittert in Billionen von Egos. Und alles, was ich erlebe, mache ich selbst durch meine Gedanken. Ja, lass uns das alles aufheben durch die Liebe, die wir sind. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Lektion 189. Und höre jetzt, es ist so wichtig. Die Liebe Gottes ist es, die mich erschaffen hat. Die Liebe Gottes ist alles, was ich bin. Ist alles, was ich bin. Die Liebe Gottes erklärte mich zu seinem Sohn. Die Liebe Gottes in mir macht mich frei. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Also die Anerkennung von Gottes Liebe in mir und dass er mich grenzenlos liebt und dass er dich grenzenlos liebt, das ist die ganze Verwandlung. Vater, du liebst mich. Vater, du allein weißt, wer ich bin. Ich will mich so lieben und so erkennen, wie du mich erschaffen hast. In meinem Bruder, in dir. Und dich so lieben mit dem Vater, wie der Vater dich liebt. Ich will jeden Bruder so lieben, wie der Vater uns liebt und uns als eins kennt. Das ist es, was ich will. Nur das. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich fühle die Liebe Gottes jetzt in mir. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Die Liebe Gottes ist es, die mich erschaffen hat. Nicht, was ich aus mir gemacht habe. Die Liebe Gottes ist es, die mich erschaffen hat. Die Liebe Gottes ist alles, was ich bin. Die Liebe Gottes erklärte mich zu seinem Sohn. Die Liebe Gottes in mir macht mich frei. Hier ist der ganze Kurs drin. Es ist ein Kurs der Liebe. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Und die einzige Wirklichkeit ist die Liebe. Die Liebe ist alles, was ist. Gott ist alles, was ist. Und wir in ihm sind alles, was ist. Seine Totalität als Liebe. Es ist die einzige Macht. Die einzige. Die Liebe ist die Macht. Sie ist grenzenlos. Und ich und du, wir sind die Liebe. Und wir lieben uns. Ich bin kein Körper. Ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und du bist kein Körper und du bist frei und du bist nach wie vor, wie Gott dich schuf. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Die Liebe Gottes ist es, die mich erschaffen hat. Die Liebe Gottes ist es, die dich erschaffen hat. Die Liebe Gottes ist alles, was ich bin. Die Liebe Gottes ist alles, was du bist. Die Liebe Gottes erklärte mich zu seinem Sohn. Die Liebe Gottes erklärte dich zu seinem Sohn. Die Liebe Gottes in mir macht mich frei. Die Liebe Gottes in dir macht dich frei. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Du bist kein Körper, du bist frei. Du bist nach wie vor, wie Gott dich schuf. Ja,
Das ist die Befreiungslektion, das ist die Liebeslektion. Lass uns heute die Liebe des Vaters akzeptieren. Wenn wir das tun, wo sind wir dann, Bruder? Wo? Gott hat mich erschaffen. Gott hat mich in sich bewahrt. Ich kann nur in Gott sein, als die Liebe, die ich bin. Und die Liebe ist die Ganzheit. Gott in seiner Totalität hat sich ausgedehnt zu mir, hat sich ausgedehnt zu dir. Wir sind diese Liebe. Die Liebe lässt keinen aus. Wir sind diese grenzenlose Liebe. Und wenn wir glauben, ein Körper zu sein, ein Mensch, und versuchen, als Mensch liebevoll zu sein, Ego-Ideale, geht nicht. Dann wollen wir Kinder haben, netten Partner, also netten Partner haben, Kinder haben, Haustiere haben. Da wollen wir natürlich die lieben, ist klar. Wir sind ja in Wahrheit Liebe. Aber wir haben ja unsere wahre Identität, die allumfassende Liebe ist, verleugnet. Und die nehmen wir heute wieder an, indem wir den Vater, der uns in unserem Geist bittet, seine Liebe anzunehmen. Da nehmen wir diese Liebe vom Vater an, diese grenzenlose Liebe, weil wir grenzenlos geliebt sind. Als was? Als sein herrlicher Sohn. Und das wollen wir heute fühlen, erfahren, um dann mit dieser Liebe, eins mit dem Vater, alles Dunkle wegzulieben. Liebe und Licht sind eins. Ja, Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Die Akzeptanz der Liebe ist die ganze Befreiung der Welt. Wenn ich die Liebe des Vaters, dass ich grenzenlos geliebt bin, annehme, heute, ich fühle die Liebe Gottes jetzt in mir, sehe ich die Welt anders. In dem Moment, wo ich die Liebe des Vaters annehme, dann will der Vater ja, das ist ja meine Funktion, durch mich alle lieben, alle, als das, was sie ewig sind, das Heilige Selbst. Ja, Jesus fragt mich, ob ich glaube, dass ich geliebt bin. Ich will das mal ausprobieren. Ich bin grenzenlos geliebt von dir, Vater. Ist das wahr? Ja. Da kommt jetzt als Ergänzung aus meinem Inneren, als das, was ich ewig bin. Jetzt fragt mich Jesus wieder, willst du dich so lieben, als das, was du ewig bist? Frag dich, will ich mich so lieben, als das, was ich ewig vom Vater erschaffen bin? Ja. Dann bist du heute durch, sagt er. Oh, das ist der Schlüssel zum Erwachen. Aber wir müssen ehrlich fragen. Vater, du liebst mich. Ist das wahr? Ja, und ich will mich so lieben, wie du, Vater, mich liebst, als das herrliche, heilige Selbst. Ist das wahr? Ja. Was erlebst du dann? Freiheit. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Wow, das ist wunderbar. Ja, das ist ein ganz, ganz wunderbares Mittel, sagt Jesus. Sag diese Aussagen und frag dich dann laut, ehrlichen Herzens. Will ich das? Und wenn du es wirklich willst, vom Herzen her, dann ist die Öffnung da. Dann geschieht dein Wille eins mit dem Vater. Dann willst du das sein, was du wirklich bist. Ja. Im Vater. Im Vater, die Auferstehung. Und dann kann das Ego dich nicht mehr in den Körper ziehen. Auch wenn es die enormsten Anstrengungen machen, das müssen wir wissen. Je mehr wir uns befreien, je mehr wir wirklich sagen, nein, ich bin Liebe, ich bin die Ganzheit, ich bin die Herrlichkeit, da kriegt das Ego panische Angst und greift mit allen seinen Mitteln, die es natürlich nicht hat, wenn wir sie ihm nicht geben, die Macht, an. Aber wir sagen nein.
Und dann wird ja selbst das Ego, das ja Teil des Ganzen ist, Teil des reinen Geistes, verwandelt in ein Wunder, zur Liebe. Es wird einfach aufgelöst in der Liebe, im Licht. Das ist das Ende des Leidens. Denn die Liebe hegt kein Groll. Und was wir hier als Funktion haben, die Sühne für uns anzunehmen, die einzige Verantwortung, heißt unsere Ganzheit, unsere Heiligkeit, Vollkommenheit, die ganze Liebe, die wir sind, die keine auslässt, anzunehmen. Das ganze heilige Schöpfungsselbst. Ja, das bin ich. Ja, Jesus, ich fühle, dass wir eins sind. Eins im Vater. Ja, ich nehme wieder einen Bruder rein. Hey, ein Bruder, der jetzt auch bald hier nach Teneriffa kommt, seinem Körper. Wir wollen nur glücklich sein im Vater, nur üben, alle zu segnen, unsere Liebe zueinander, als die wir ewig sind, zu genießen, denn wir sind eins im Vater geblieben. Und das bin ich auch mit dir und mit jedem. Jeder ist willkommen heute in meinen Liebesarmen. Die sind geöffnet für alle Wesen, Vater, wie sie alle durch mich lieben und durch dich. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag. Ja, ich bin grenzenlos glücklich. Die Liebe, das Glück, der Frieden ist alles eins. Hör noch, was der Vater zu dir sagt, sagt Jesus jetzt. Vater, gibt es irgendwas, was du mir mitteilen möchtest? Ach, der Vater sagt mir, dann muss ich weinen. Du bist so grenzenlos geliebt. Ich möchte nur, dass du bei mir bist. Ja, Vater. Und dass ich, sagt der Vater, dich glücklich machen kann. Und durch dich alle, die ganze Schöpfung. Ach, Vater, danke, danke, danke. Danke, 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 das will ich auch. Sei bei mir, Kind, sagt er, sei bei mir, Kind, ich brauche dich. Der Vater braucht uns, um durch uns die Welt zu erlösen, von allem Leid zu befreien. Willst du das? Natürlich wollen wir das. Ja, Vater, ich will das. Ich will bei dir sein. Bitte, bitte, segne durch mich alle Wesen und mach sie glücklich durch mich. Was ich gebe, empfange ich. So werde ich konstant glücklich sein. Und darum sind meine Funktion und mein Glück eins und deine auch. Ach, ist das toll. Ja, Vater, ich bin dir, bin bei dir, in dir. Bitte segne alle durch mich. Wunderbar, einen wunderschönen Tag in der Liebe. Wir fühlen die Liebe Gottes jetzt in uns und füreinander. Wunderschön.